mein Gast Alexandra, die kennt dieses Gefühl, dass mit ihrem Körper etwas nicht ganz so 100% läuft, wie sie sich das immer gewünscht hat. Denn sie kam ziemlich häufig ziemlich doll ins Schwitzen. Warum, wird sie uns erzählen. Außerdem spreche ich auch gleich mit Frau Dr. Schlossberger. Sie ist Dermatologin, Phlebologin und vieles mehr, wird uns heute fachkompetent zur Seite stehen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid. Danke. Alexandra. Ich habe es gerade gesagt, du bist in deinem Leben relativ häufig ungewollt doll ins Schwitzen gekommen. Das ist gar nicht im übertragenen Sinne gemeint, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Warum denn? Weil ich extrem schwitze. Und das ziemlich unvorhersehbar. Und dann aber so heftig, dass es einfach richtig raustropft oder richtig rausgelaufen ist. Ja, es gibt ja einen Fachbegriff dafür, das nennt man Hyperhidrose, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ja, nun weiß ich, dass diese Hyperhidrose an verschiedenen Arealen des Körpers passieren kann, dieses starke Schwitzen. Wo war das denn bei dir? Bei mir unter den Achseln. Mhm. Also wie ist es denn, so typische Stellen für Frauen jetzt, ich sag mal unter der Brust oder am Rücken, hinten durch oder so, hast du da auch manchmal das Gefühl gehabt, dass du da übermäßig schwitzt? Null, sonst nirgends. Gar nicht. Und auch, was ja das Verrückte daran ist, dann in normalen Situationen, wo der Rest der Menschheit schwitzt, schwitze ich nicht. Also oder kaum. Oder in der Sauna schwitze ich auch fast gar nicht. Und auch im Sommer nicht. Also je wärmer, je weniger schwitzen. Sondern eher, wenn ich friere. Und dann hatte ich früher ja immer so von, ich fange an zu schwitzen. Also muss man doch was ausziehen. Aber je mehr frieren, je mehr hat der Körper das Wasser losgelassen. Ach, also, das ist ja also ein Teufelskreis genau eigentlich. Ne? Falsch rum. Ist ja eine ganz absurde Situation. Und kennst du das Thema selber auch? Bist du, bist die? Theresa. Genau. Du, hast du so ein Thema auch schon mal kennengelernt? Dieses unwillkürliche Schwitzen auf einmal? Ich schwitze halt wie ein Schwein, wenn ich Sport mache. Okay, und das deswegen, ist aber in Ordnung, ne? Ja, genau, also da ist es ja völlig, also wird es ja auch gesellschaftlich voll anerkannt, wenn man halt viel schwitzt und alles. Deswegen finde ich das extrem spannend, was du erzählst. Theresa, du bist selber auch betroffen von einer Sache. Das ist die Neurodermitis in deinem Fall. Auch ein Riesenthema und führt mich jetzt genau natürlich auch an die Stelle, dass ich wirklich sage, okay, ich möchte jetzt auch gerne mal fachkompetent jemanden mit da rein. Und das ist die Frau Dr. Schlossberger. Sie sind Dermatologin, Sie sind Phlebologin, Sie haben viele Fachbereiche, die Sie sozusagen ärztlich betreuen. Mhm. Ja. Was ist das? Wieso schwitzen Leute auf einmal so unkontrolliert und vor allem zu so unpassenden Momenten? Ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Also entweder ist es wirklich in ihr angelegt, angeboren sozusagen. Das ist das primäre, die primäre Hyperhidrose. Oder es gibt eine krankheitsbedingte, medikamentenbedingte, hormonbedingte Ursache. Inwieweit ist denn das schon abgeklärt worden? Habe ich nie abklären lassen. Ich hatte angefangen, mich darüber zu informieren und habe dann solche Sachen gelesen, dass wenn es halt unter der Achsel ist, das schwierig die Diagnose zu stellen ist, weil es kann sein, dass ich zum Arzt gehe und da gar nicht schwitze und dann was soll der denn dann feststellen? Und dann war mir der Aufwand immer zu groß. Vor allen Dingen, weil es ja auch also beim Hautarzt immer hieß, da ist die Behandlungsmöglichkeit ja eingeschränkt. Aber ist es so? Ist nee. Das wirklich so? Also ich denke schon, dass man gerade, also bei uns beginnt der Prozess ein bisschen später, leider auch, muss man sagen. Da kommen die Leute, sie haben gehört, man kann Botox gegen Schwitzen machen. Das habe ich auch gehört. Und dann, übrigens, ja, genau, und das funktioniert auch. Aber dann sitzen die vor mir und ich sage so, ja, wissen Sie denn überhaupt, warum Sie schwitzen? Nee. Ist die Schilddrüse kontrolliert worden? Nee. Sind die Leberwerte kontrolliert worden? Nee. Also das kann alles zu so einem übermäßigen Schwitzen führen. Ja. Das ist interessant. Das heißt, also wenn man einen Patienten vor sich hat, aus Dermatologensicht, der sagt, ich schwitze und es stört mich ganz doll, es ist zu viel. Dann hat man eine Reihenfolge von Diagnostik, die erstmal bedient wird. Das muss ich erstmal bedienen. Ich kann ja nicht einfach irgendwo Botox reinhauen. Dann würde ich gerne einmal die Reihenfolge benennen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich betroffen fühlen. Also es ist halt, im Prinzip ist der Weg trotzdem immer der gleiche. Ich muss gucken, woher die Ursache kommt. Mhm. Sonst kann ich es ja nicht ursachengemäß behandeln, sondern ich gehe ja quasi nur wie mit einem Puderzucker drüber. Mhm. Das bringt ja niemandem was. Ne? Also das heißt aber, an welcher Stelle, also gesetzt den Fall, jetzt ist alles abgegolten und da ist nichts. Man findet den Grund nicht. Jetzt, was macht jetzt der Dermatologe? Dann sagen wir, okay, jetzt haben wir alles andere weg. Das heißt, wir können auch in dem Sinne keinen Fehler machen, dass sie später kommt und sagt, aber ich habe doch Schilddrüse, hättest du doch wissen müssen. Mhm. Ne? Das ist jetzt weg, das ist ausgeschlossen. Und jetzt kann ich sagen, kann ich mit Therapien anfangen. Und das wären welche? Ja, also ich würde immer erstmal sehr flach anfangen, sozusagen mit Salbei, Tee, Bonbons etc. Wir gehen dann als nächstes auf diese... Aber nicht jetzt, um es auf die Stelle zu nee, zu packen, geht auch, sondern Essen, aber trinken. Nee, ich wäre für Essen.
Prozent. Für Tee. Also 5 Bonbons lutschen, Tee 5 Tassen am Tag. Wie ist es denn, wenn man mit einem Partner nah sein will zum Beispiel? Ist es dann auch ein Problem? Es ist ja nicht permanent. Also das ist ja, ne, natürlich würde ich jetzt da schwitzen, dann würde ich sagen, ich gehe erst noch mal duschen, warte mal einen Augenblick. Da ist es ja ein ganz anderer Level, weil man sich ja auch mal kurz zurückziehen kann und kann sich frisch machen. Aber wie machst du, also du hast einen Partner, mit dem kann man das vielleicht offener kommunizieren. Ich hole dich jetzt mal nach vorne, komm mal mit nach vorne. Jetzt möchte ich dich doch mal schon mal reinholen. Weil ich stelle so schöne Fragen. Bitte. Also wenn du mit deinem Partner vertrauter bist, wie würdest du das jetzt mit mir kommunizieren? Würdest du dann so halt Stopp machen oder was würdest du machen? Also so richtig war das da nie so das Problem. Also ich weiß nicht, da gab es vielleicht mal die Situation, aber dann klar, also ganz entspannt. Und mein Mann weiß ja auch, dass das Thema ist bei was ziehe ich an, der wusste das von Anfang an, weil es einfach ja ein lebensbegleitendes Thema war. Mhm. Ne? Und aber die Frage kommt, und das finde ich jetzt ganz interessant, Theresa, von dir nicht ganz grundlos. Denn gerade das ist ein Thema, was dich total umtreibt in deiner, ich habe es eben schon einmal erwähnt, in deiner Neurodermitis-Situation. Also vielleicht einmal, bevor wir über deine Situation sprechen, Neurodermitis, vielleicht einmal medizinisch beschrieben, was ist da das Problem? Es ist letztendlich auch nur ein Aufbegehren des Immunsystems gegen den Körper, gegen sich selber. Mhm. Und es kommt eben zu ganz vielen unterschiedlichen Sachen, wie das kann ein Heuschnupfen sein. Wir nennen es eigentlich den atopischen Formenkreis. Das kann ein Heuschnupfen sein, das können Ekzeme sein, es können im Bereich der Augenbrauen sein, dass die ausfallen und sowas. Also das geht bis hin, dass der ganze Körper juckt, Ekzeme hat. Was denn Neurodermitis entsprechen würde, oder? Ja, das ist halt dann schon, wir nennen das ein akuter Schub. Mhm. Ja? Also da ist es schon so richtig rausgedonnert. Kennst du das so? Hast du diese akuten Schübe? Ja, also ich habe mich beispielsweise jetzt auch sehr auf heute gefreut, hier zu sein. Was und mich freut, so, schön, dass du da bist. Danke. Ja? So positiver Stress sozusagen. Ja. Und habe dann tatsächlich auch, also mein Gesicht sah die letzten Tage relativ schlimm aus und relativ rot auch. Ja. Oh, ja. Und hier sehen wir auch, und weil du siehst jetzt natürlich so tadellos und schier aus, keiner wird auf die Idee kommen, dass es schlimm ist. Wir sehen aber, dass das Auge, das sieht aus, als würde es bitter jucken. Ne? Ja, das ist jetzt genau das, was sie auch beschrieben hat. Also es ist eine Mischung aus Allergie, aus Neurodermitis, aus Tausenden von Reizen. Und ja, genau, also das tritt halt dann auch leider im Gesicht auf. Juckt wie verrückt, ja? Es juckt, es brennt, es ist angeschwollen. Also das kann man sich auch ganz, ganz heiß vorstellen, wenn ich zum Beispiel schwitze, ja. Mhm. Und das ist dann auch nochmal ein Trigger. Das heißt, wenn ich Sport mache, was ich liebe, und dann schwitze, ist das halt auch eigentlich echt schwierig. Wow, okay. Was kann jetzt ein Neurodermitis-Patient machen? Also Salben und Folie auf dem Kopf, das ist ja nicht so prall, ne? Naja, das Problem ist, wir haben bei der Neurodermitis, wie auch bei der Schuppenflechte, ist die Forschung dran und dran und dran, seit über 100 Jahren. Aber es gibt nicht so den Durchbruch, wo man so sagt, Mensch, das ist es jetzt. Nun habe ich trotzdem noch mal eine Frage, denn angefangen haben wir hier die Gesprächsrunde gerade, weil du bist so reingegrätscht, als wir über dieses Nähe zulassen gesprochen haben. Und ich habe gerade gesagt, du fragst das nicht grundlos, weil das war, ich habe das gemerkt, das ist so dein Trigger. Ne? Ja. Da scheinst du irgendwie wirklich auch einen Punkt mit zu haben. Klar. Inwiefern? Also das sind halt so, Nähe zulassen sind halt soziale Kontakte. Mhm. Dann natürlich mein Partner, ja, wenn ich gerade so einen richtigen Schub habe, der weiß jetzt mittlerweile auch, okay, darf ich dich gerade anfassen? Also darf ich dich gerade für einen guten Morgen umarmen? Darf ich dir gerade einen Kuss geben? Und es ist ganz oft so, dass ich sage, gerade nicht, es juckt gerade. Ah, okay, also das ist nicht schön. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also solche Sachen, ja klar, also es gibt natürlich immer viel Schlimmeres. Und wenn wir über ganz schwerwiegende Krankheiten sprechen und so, klar, dann kann man sagen, ich wäre froh, wenn es nur das wäre. Aber ich glaube, es ist schon für die Betroffenen eine ganz, ganz große Herausforderung. Genauso wie bei meinem nächsten Gast. Ja, denn auch sie leidet unter einer Sache, die man ihr im ersten Moment gar nicht ansehen würde, denn eigentlich denkt man doch nur, wenn man sie so sieht, Mensch, du hast die Haare schön. Herzlich willkommen. Hier ist Natascha. Hallo Natascha. Du siehst super aus. Dankeschön, ja? Du auch. Danke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass bei dir irgendwas nicht in Ordnung ist. Ist es eigentlich auch nicht, oder? Nein, für mich ist das in Ordnung. Genau. Ja. Aber das war es nicht immer, denn worüber reden wir eigentlich? Wir reden über Alopezie. Ja, magst du es uns zeigen? Ja, aber ich hoffe, ich bleibe jetzt hier nicht am... Ich helfe dir sonst. So. Okay.
Das heißt, kreisrunder Haarausfall. Genau. Ich gucke jetzt so, ich hoffe, das ist okay, dass ich so gucke, weil was mich jetzt als allererstes relativ stark wundert, ist, dass ich eigentlich echt viel Haaransatz sehe. Ja, das Problem ist, dass was rauswächst, ist so fein und so dünn. Und man, wenn man genau hinguckt, das war ja auch in der Maske, dann kann man sehen, dass da überall, gut, ja. Überall kahle Stellen. Stellen, genau. Ja. Ja. Aber es ist, weil ich habe ja schon häufiger Leute kennengelernt, die das haben. Sorry, wenn wir dich jetzt so begutachten. Ja, klar, aber kannst auch anfassen. Wir sprechen ja drüber. Genau, und für mich sieht es jetzt eher aus wie einfach ein rasierter Kopf. Nein, das ist so nicht. Man sieht es schon. Ja, okay, ja. Da kommen Sie als fachkompetente Dermatologe natürlich. Nee, man sieht es schon ganz gut. Und das Problem ist ja, wenn sie die jetzt wachsen lassen würde, dann würde man es erst richtig sehen. Ah, dann kann sie nicht machen. Ja. Dann wollen wir mal drüber sprechen. Wann hat es angefangen? Vor 4 Jahren in etwa. Was ist es denn genau? Eine Autoimmunerkrankung. Und hat man dir erklären können, warum du jetzt davon betroffen warst und 48 Jahre lang vorher alles okay war? Nein. Wie ist denn das, Frau Dr. Schlossberger? Warum kommt das erst irgendwann so weit? Wir haben jetzt bei allen 3 Fällen eigentlich für uns Mediziner sehr, sagen wir mal, sehr schwierige Erkrankungen insofern, dass wir gar nicht so richtig fassen können, was es ist, woher kommt es. Wir wissen so ein bisschen, wie wir es behandeln können, aber auch nicht ganz doll viel. Und da gehört diese Erkrankung leider dazu. Und noch dazu gehört bei allen dreien auch die soziale Ächtung. Ne? Das ist ja etwas, wo man sich nicht raustraut mit, was man nicht einfach so zeigen kann und so. Also da ist es in einer Linie hier. Ja. Ne? Und das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil auf den Punkt würde ich gerne auch zu sprechen kommen. Wie geht man selber damit um, wenn man auf einmal merkt, vorher war alles super, ja, man mochte sich leiden, war im Reinen mit sich und auf einmal verändert sich, die Frage gebe ich gerne übrigens an alle, was macht es sozial mit einem?